Hey Freunde, willkommen zu einem neuen Video von Let's Tutorial, diesmal wieder zu Kingdom Hearts Final Mix, in dem ich euch auf Bitten eines Zuschauers mal zeigen möchte, wie ihr am besten mit dem Gegner Scorpione fertig werdet, damit ihr von ihm das Item Mithril-Tropfen erhalten könnt. So, hierfür mache ich das mal am besten immer so, erstmal das Ding aus dem Weg und dann hier durch diesen Durchgang zum Palastplatz durch. Das ist immer dann die größte Wahrscheinlichkeit, dass dann diese 12 Urnen hier am Boden erscheinen. So, und in einer dieser Urnen ist natürlich die Scorpione versteckt. Und jetzt ist erstmal natürlich der wichtigste Trick hier, ihr müsst erstmal herausfinden, unter welcher. Und ich habe sie schon gefunden, das ist diese Urne hier. Ja, gut. Erstmal, um erstmal eine wirklich große Chance zu haben, dieses Item von ihm zu bekommen, solltet ihr erstmal alle anderen Urnen hier einfach mal so kaputt schlagen, um den Tech-Wert zu steigern. Whoa, fuck. Das war knapp. So, das war's. Mehr gibt's dann auch erstmal nicht. So, dann probieren wir das mal aus. Also ich kriege jetzt sowieso keine Erfahrungspunkte mehr, weil ich ja schon bereits Level 100 bin. Deswegen war es hier auch nicht möglich, Tech-Punkte zu sehen. Aber es erhöht eben halt ein bisschen die Wahrscheinlichkeit, dass er das Item hinterlässt. So, da ist das Ding. So, erstmal hier ist es immer wichtig, seine Bewegungen ein wenig im Auge zu behalten. Wenn ihr dann gleich seht, wie er hier mit den Scheren klimpert, macht er sich gleich zum Sturmangriff bereit und dann könnt ihr es gleich blocken. So, Vorsicht. Ach, Mann. So, da war es das, aber ich habe leider ein bisschen das Timing verkackt. So, am besten ich fasse mal hier so ein bisschen auf. So, jetzt kommt er. Da ist er geblockt. So, da kann ich ihn schon mal ein bisschen schaden. So, jetzt kommt er erstmal die zweite Welle hier gleich. So, da ist er wieder geblockt. So, da blockt er wieder zurück und jetzt macht er erstmal das hier. Am besten da, wenn er jetzt hier zum Beispiel seinen Stachel jetzt hier leuchten hat, am besten immer so auf ihn raufspammen, bis er irgendwann mal hier, bis ihr kontern könnt. Das ist die beste Möglichkeit, aber jetzt macht er erstmal das hier. Eine riesen Giftwolke hier schießen und jetzt immer kontern, bis er irgendwann geht. So, jetzt haben wir ihn. So, und da haben wir auch schon das Mithril-Erz und Mithril-Tropfen bekommen. So, jetzt wegen dem Schlusspart hier von dem Kampf müsste ich ja noch mal ein bisschen was Genaueres erklären. Ihr habt ja es ja gemerkt, bei seinem Stachel hat er immer so was Komisches geleuchtet, weil er ja irgendwie was ihm vorher in die Urne getaucht hat, um Gift zu sammeln oder so. Ja, wie gesagt, da ist es am besten wichtig, dass ihr immer da so nah wie möglich an ihm dran bleibt und einfach nur schlägt, bis ihr einen Konterangriff landen könnt. Ja. Einfach so lange weitermachen, bis das eben halt war. Also einfach die Angriffe von ihm kontern. Wenn er dann auf dem Rücken liegt, einfach draufhauen, dann ist er auch, nimmt er auch Schaden. Bis er dann unten ist und dann habt ihr eigentlich ja mit ein bisschen Glück diesen Tropfen in eurem Besitz. Gut, ich hoffe mal, dieses Tutorial war ein bisschen hilfreich. Diesmal ein bisschen kürzer als das letzte, aber naja, was soll's. Gut, ich bedanke mich dann mal hier fürs Zuschauen und wir sehen uns dann vielleicht im nächsten Video wieder. Bis dann und tschüss.